So, YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu Kingdom Come Deliverance. Wir haben unsere Schuhe ausgezogen und wollen jetzt ins Bett gehen. Wir sind hundemüde. Wir haben die ganze Burg erkundet. Und ich würde sagen, wir gehen schlafen. Wir wurden von Pfeilen getroffen. Wir mussten verarztet werden. Wir schlafen einfach mal bis 5 Uhr, 10 Stunden, das klingt doch gut. Beginnen. Einfach mal ausruhen nach dieser hektischen Fahrt. Oha! Heute werden die Wachposten verdoppelt. Haltet die Augen offen. Wenn ihr irgendetwas Ungewöhnliches seht, meldet es sofort. Verstanden? Ja, Herr! Herein. Ich bin es, Heinrich. Vergib mir die Störung. Ich hoffe, ich habe dich nicht geweckt. Oder doch? Nein. Herren. Nein, ich war eh wach. Was führt dich zu dieser späten Stunde hierher? Ich dachte, du könntest etwas Wein vertragen. Sassy. Das ist genau das Richtige, um einzuschlafen. Hab Dank, Herren. Hab Dank, wirklich. Aber das hättet ihr nicht... Ihr hättet auch einen Diener schicken können. Das hatte ich vor. Aber, um die Wahrheit zu sagen, konnte ich auch nicht schlafen. Bei meinem Gebet musste ich an dich denken. Es war bestimmt schrecklich für dich. Ich kam, um dir Trost zu spenden. Um dir zu sagen, dass du nicht allein bist. Wie nett. Danke, Herrin. Kein Problem. Nun, Heinrich, ich weiß, das muss für dich alles neu und seltsam sein. Aber fühl dich bitte wie zu Hause. Also sorge dich um nichts außer um deine Genesung. Nur Gott allein weiß, was du alles durchgemacht hast. Ich weiß, was es heißt, allein auf der Welt zu sein. Wenngleich dein Verlust viel schwerer wiegt. Mit Gottes Hilfe verflüchtigt sich der Schmerz mit der Zeit. Darüber zu sprechen kann sehr hilfreich sein, wenn dir danach ist. Okay. Ich kann nicht darüber reden. Vom Unfall berichten. Ah, komm. Brühwarm erzählen wir. Vom Unfall, würde ich sagen. Du könntest recht haben, Herrin. Ich erzähle dir davon. Es war schrecklich und kam unerwartet. Ein Tag wie jeder andere. Vater schickte mich für Besorgungen ins Dorf. Ich ging zur Schenke. Ich trieb Schulden ein. Das ist auch unser höchster Wert. Ein Kerl namens Kuhne schuldete meinem Vater Geld und ich sollte es eintreiben. Nur dachte der nicht daran zu zahlen. Es ging hitzig zu, wie so oft, wenn Geld im Spiel ist. Doch Kunesch blieb stur und weigerte sich weiterhin, das Geld rauszurücken. Vater war viel zu gütig, einem solchen Lumpen einen Kredit zu gewähren. Oh. Als ich alles erledigt hatte, eilte ich nach Hause. Ich hatte Vater versprochen, ihm bei der Arbeit zu helfen und freute mich schon darauf. Er schmiedete Herrn Ratzig ein Schwert. Wir haben nicht so viel Zeit. Wieder das ratzig gutachtete Schwert mit ihm geübt. Nee, wir gehen wieder auf Stand. Das Schwert hatte Form angenommen, als Herr Ratzig vorbeikam, um es zu begutachten. Er lobte Vaters Geschick und sagte, er könne seinen Lebensunterhalt auch in Prag oder Wien verdienen. Tatsächlich? Aber Sigismunds Horde wartete schon am Horizont, bereit anzugreifen. Wir können immer gewinnen oder mit normal. Ich sah auch Rauch am Horizont, ein riesiges Heer. Ein Heer stand versammelt. Fahnen wehten im Wind, die Rüstungen glänzten im Sonnenlicht und die Rösser wieherten ungeduldig. Sie warteten darauf, dass Sigismund das Zeichen zum Angriff gab. Wie furchtbar. Und dann brach der Tod über Skalitz herein. Wo sind wir überhaupt gerade? Sie töteten meine Eltern. Ich sah, wie sie Bianca töteten. Skalitz flohen zur Burg. Ich blickte zur Schenke hinab und sah, wie eine Gruppe Kumanen meine Bianca hetzte und gnadenlos erschlug. Es gab nichts, was ich hätte tun können.
Du darfst dir keine Vorwürfe machen. Sie ist nun bei Gott. Ich lief wie unsere Nachbarn zur Burg, doch ich schaffte es nicht. Ich musste einen anderen Weg finden. Die Männer auf den Zinnen riefen mir zu, nach Palmberg zu fliehen und euch zu warnen. Zum Glück kannte ich einen verborgenen Pfad um die Burg. Ich brauche dein Pferd. Ja, ist gut. Wir sitzen an der falschen Stelle. Nach Thalenberg zu gelangen und euch zu warnen. Und den Ereignissen zum Trotz hast du an andere gedacht. Wie ein aufrechter Christ. Dann hörte ich einen Schrei. Theresa, das Müllermädchen, war von Kumanen gefasst worden, die sich schänden wollten. Ich hatte Herrn Ratzigs Schwert. Und obwohl sie in der Überzahl und gut gerüstet waren, musste ich versuchen, sie zu retten. Ich wollte zumindest irgendjemandem helfen. Und es gelang mir, obgleich ich fast dabei umkam. Das stimmt sogar. Und dann nahm ich eines ihrer Pferde und ritt davon. Wie ein beherzter Ritter. Ich werde das Grauen nie vergessen. Es wird mich meinen Lebtag verfolgen. Das ist furchtbar. Wie konnte so etwas Schreckliches nur passieren? Nur Gott allein weiß, weshalb er so etwas zulässt. Ach, du armer Junge. Ich kann deinen Kummer wirklich verstehen, aber Gott trifft keine Schuld am Elend dieser Welt. Das ist das Werk von Satan und seinen Schergen. Das Werk von denjenigen, die von Raffgier, Neid und Stolz erfüllt sind. Du darfst deinen Glauben nicht verlieren, ganz gleich, was geschieht. Das Schicksal war meinem Gatten und mir auch nicht wohlgesonnen, das kannst du mir glauben. Obwohl, im Vergleich zu den Schrecknissen, die dir widerfahren sind. Ich war noch sehr jung, als ich geheiratet habe. Mein Vater wollte es so. Divish war viel älter als ich, aber als Frau muss man sich dem leider ergeben. Kurz nach der Hochzeit, noch bevor ich auch nur einen Blick auf Thalenberg werfen konnte, wurde die Feste gestürmt und mein Gatte ins Gefängnis gesperrt. Wirklich? Er hatte wohl irgendeinen Streit mit Herrn Havel-Medig von Waldeck und dieser beschloss, ihn gewaltsam zu schlichten. Er stürmte die Burg, steckte Privislavitz komplett in Brand und tötete viele unserer Männer, sogar den alten Kämmerer. Er warf meinen Gatten in den Kerker und postierte dort seine eigene Garnison. Das ist abscheulich. Ich war gerade erst 18 Jahre alt und völlig plötzlich ganz allein mit Herrn Robert. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Wir gingen nach Prag, um den König und Divishs Freunde um Hilfe zu bitten, aber ohne jeglichen Erfolg. Jahrelang versuchten wir es. Doch es schien, als wäre ich zur Einsamkeit verdammt und mein Gatte dazu, in seiner eigenen Burg zu verrotten. Jahrelang, sagt ihr? 7 Jahre. Ja, so lange hat es gedauert, bis Havel zu einem Feind der Krone erklärt wurde. Und selbst dann weigerte er sich, die Burg aufzugeben und meinen Gatten freizulassen. Letzten Endes brachte ich das Lösegeld für ihn auf. Erst dann konnte ich, nur durch Gottes Gnade, halbe Bibel, endlich wieder in das Gesicht meines Gatten blicken, Heinrich. 7 Jahre. Und wurde Havel dafür bestraft? Nein, nie. Und nach diesen 7 Jahren kehrte mein armer Gatte als gebrechlicher alter Mann zu mir zurück. Herr Divish scheint ein guter, starker Mann zu sein. Ja, gewiss, doch leider hat er sehr viele Sorgen. Er musste Thalenberg wieder errichten. Nachdem er freigelassen wurde, ernannte ihn der König zum Burggrafen des Schlosses zu Prag. Er war sehr beschäftigt. Da war keine Zeit mehr für mich. Aber immerhin waren wir in der Stadt und da lief schon so einiges. Und nun sind wir hier. Herrin, ihr seid noch jung und wunderschön. Ihr habt eure besten Jahre noch vor euch. Wenn das bloß wahr wäre, Junge. Wenn das bloß wahr wäre. Aber weshalb belästige ich dich damit? Du hast genügend eigene Sorgen. Ich werde gehen und dich schlafen lassen. Das war eine schöne kleine Unterhaltung. Gute Nacht. Na ja. Gott sei mit dir. Gute Nacht, Herrin. Ich
sehr langatmige Dialoge auf jeden Fall, gerade am Anfang, nicht um die Story reinzukriegen. Jetzt auch noch schlechte Erinnerungen. Ihr müsst euch beeilen! Schnell! Wir müssen die Tore schließen! Du kannst nicht zurückgehen! Heinrich, hilf uns! Hilf uns, mein Sohn. Sei kein Feigling. Jetzt hat er doch wieder eine doofe Idee. Heinrich, wach auf! Das willst du nicht verpassen. Was ist denn? Ist was passiert? Komm zum Wehrgang. Die Wachen melden, es wären Leute aus Garnitz auf dem Weg hierher. Oha, da haben wir wenigstens die eine Quest oder die eine Sache überwunden. Und jetzt müssen wir auch noch raus in den Regen. Da jagt man doch keine Hunde vor die Tür. Zum Glück haben wir uns alles angeguckt und wissen, wo wir hin müssen. Hier ist wenigstens trocken. Behalt diesen Unsinn für dich. Denkst du etwa, Sigismund würde uns den Wäldern nicht erwischen? Hier können wir uns zumindest verteidigen. Der Graben ist tief. Sigismund hätte eine Horde fremder Söldner angeheuert. Ah. Sieht hier nicht aus wie wir. Er konnte nicht reden. Kann uns irgendwo verstecken, bis alles vorüber ist. Kann sein. Aber dann würden die sich irgendeinen Skalitzer zur Brust nehmen, der ihnen alles verrät. Daran habe ich nicht gedacht. Nicht, dass ich auf eine Schlacht aus wäre. Aber wenn ich einen Ort wählen müsste, dann den hier hinter den dicken Mauern. Gut gesagt. Ja. Sehr gut. Gut geskriptet. Guten Tag. Was geht hier vor? Weißt du, was hier los ist? Was fragst du mich? Hab eben noch geschlafen, nachdem ich den ganzen Tag am Tor Wache geschoben hab. Lieber. Sehr hell ist es auf jeden Fall draußen. Die Nacht ist auf jeden Fall dunkel. So, da geht's zur Action. Was ist los? Was ist los? Weiß nicht. Das ergibt keinen Sinn. Weshalb würde Sigismund bei Nacht auf Talmberg vorrücken? Außerdem hat er das Überraschungsmoment durch den Angriff auf Skarlitz eingebüßt. Vielleicht ist er es nicht. Aber wer dann? Die Späher von Herrn Divisch sagen, Sigismund hätte ein Lager aufgeschlagen und sich darauf vorbereitet, die Burg zu stürmen. Und Herr Ratzig ist ein erfahrener Stratege. Sicher würde er die Burg eine Weile halten können. Das ergibt keinen Sinn. Was haben die Späher noch gesagt? Nicht viel, denn bevor sie nah genug rangekommen sind, zog der Sturm auf. Und du hattest recht. Sigismund hat verdammt viele Männer, zudem noch Söldner. Eine Streitmacht wie diese kostet ein Vermögen. Tja, spätestens, wenn sie hier sind, haben wir Gewissheit, nicht wahr? Ja, das stimmt. Alles gut. Oh, halt! Wer ist da? Der Teufel und seine Dämonen! Wer sonst, Robert? Herr Ratzig, welche Erleichterung! Ist seine Lordschaft bei euch? Ja, Herr, er steht gleich hier! Oh, du bist wirklich noch wach, Divisch? In deinem Alter ist gesunder Schlaf doch unerlässlich! Naja, du hast dir auch nicht gerade die beste Zeit für einen Ausflug ausgesucht. Bist du in Eile? Wir mussten leider recht abrupt aufbrechen. Ob du es glaubst oder nicht, aber dieses Unwetter ist ein Segen für mich und meine Männer. Wie mein Großvater immer zu sagen pflegte, besser eine kleine Wunde als eine aufgeschlitzte Kehle. Dein Großvater war wohl ein weiser Mann. Der Bote hat bereits erzählt, was geschehen ist. Ein Bote? Der Junge, den du geschickt hast. Er lebt? Er hat es hierher geschafft?
Er ist hier oben bei mir. Er ist gerade noch mal so davongekommen. Gott sei Dank. Ein tapferer Junge. Aber sag mir, Freund, wie habt ihr es nur geschafft zu entkommen? Ich danke Gott für dieses Unwetter. Als es losbrach, krochen Sigismunds Tataren in ihre Löcher und haben die Erstürmung der Burg wohl auf schöneres Wetter verschoben. Wir konnten uns direkt vor ihren Nasen davonschleichen. Der Herr sei gepriesen. Wir hätten keine Chance gegen sie gehabt. Möchtest du die Nacht hier in Thalenberg verbringen? Nein, nein. Wenn Sigismund die Burg morgen leer vorfindet, wird er womöglich nach uns suchen. Wir würden euch nur unnötiger Gefahr aussetzen. Wenn meine Männer und ich nicht hier sind, hat er keinen Grund anzugreifen. Aber was habt ihr dann vor? Wir marschieren nach Rathay. Es ist kein langer Weg und außerdem können wir uns dort viel besser verteidigen. Und es ist genug Platz für all diese Menschen. Falls Sigismund kommt, solltet ihr euch ergeben, Divish. Es hat keinen Sinn, eine aussichtslose Schlacht zu beginnen. Da hast du wohl recht. Ist der Junge immer noch bei dir? Ich bin hier, Herr. Du hast Mumm, Junge. Das muss man dir wirklich lassen. Jawohl. Ich bedauere sehr, was geschehen ist. Möchtest du dich uns anschließen? Sehr gern, Herr, aber zuerst muss ich noch mal zurück nach Skarlitz. Du bist wahnsinnig. Was willst du dort? Ich kann die Leichen von Mutter und Vater nicht einfach auf der Straße verfaulen lassen. Ich komme euch nach, sobald sie bestattet sind. Denk nicht mal daran, zurückzugehen, du Esel. Bist du lebensmüde? Aber Herr... Schweig! Es tut mir leid um deinen Vater, aber dein Tod macht ihn auch nicht wieder lebendig. Divish, bitte sorge dafür, dass der Junge hier in Thalenberg bleibt, bis sich die Lage etwas beruhigt hat. Sei unbesorgt, mein Freund. Er ist verletzt und muss wieder zu Kräften kommen. Ich werde ihn so sicher verwahren wie Havel von Waldeck. Wie ich sehe, ist dir vom ewigen Trübsalblasen ein dickes Fell gewachsen. Ich danke dir. Wir werden uns wiedersehen, wenn die Umstände etwas günstiger sind. Leb wohl. Leb wohl, mein Freund. Und viel Glück. Richte Herrn Hanisch meine Grüße aus. Das werde ich. Dir und deinen Leuten auch viel Glück. Dies sind finstere Zeiten. Abmarsch! Abmarsch! Habt ihr gehört, Leute? Abmarsch! Der Weg bis nach Rathay ist nicht mehr rein. Okay, haben wir geschafft. Männer, dann heute Nacht verdreifachen wir die Wachposten. Teilt okay. Euch wie immer auf. Und wenn ich einen beim Saufen, Würfeln oder Dösen erwische, breche ich ihm höchstpersönlich alle Knochen. Behaltet die Gegend im Auge. Gewiss entsendet Sigismund Speer. Und da er die Flucht der Skarlitzer bemerkt hat, vermutlich auch Männer, die sie verfolgen. Haltet die Augen offen und meldet unverzüglich jede Kleinigkeit. Verstanden? Jawohl. Okay. Heinrich, auf ein Wort. Ja. Kann ich helfen? Wie kann ich helfen? Ich bräuchte zusätzlich ein paar gute Augen. Würdest du mit meinen Männern auf dem Wehrgang Wache halten? Ist das eine Bitte oder ein Befehl? Ich würde es begrüßen, wenn du meiner Bitte nachkämst. Natürlich, Herr. Ich helfe dir gern nach allem, was du für mich getan hast. Sehr schön. Und keine Sorge. Die Männer lösen dich später ab. Alles gut. Okay. Okay, wir sollen hier Wache halten. Wir sehen fast gar nichts. So dunkel, wie es ist. Und ich glaube, mit T kann man dann warten. Wo ist denn der Wehrgang? Wo sollen wir hin? Halt auf dem Wehrgang Wache. Das ist doch der Wehrgang, oder? Muss ich hier einfach nur stehen? Ich dachte, ich konnte... dass das hier der Wehrgang... Irgendwo kommt man sich nämlich hinstellen. Gott sei Dank. Fangen wir ihn. Schlurfst herum wie ein verlorenes Schaf. Deine erste Wache, hm? Ah. Glaub nicht, dass heute noch viel passiert. Kannst dich an die Mauer lehnen und auf morgen warten. Ich zeig dir, wie der Hase läuft. Mach ich. Danke. Okay. Jetzt kommen wir, lernen das erst mit dem Zeitüberspringen. Okay, wir können hier diesen schönen Ausguck, wo wir nichts sehen. Bei Gewitter haben wir irgendwie hier, da haben wir wenigstens ein bisschen
Unterstand, nicht wahr? Buh. Ja, hier ist trocken. Da kommt Wasser runter und da. Oh, hier stehen wir. Tja, und jetzt warten wir und warten wir und warten wir und warten wir. Nicht wahr? Und? Alle Mann an die Außenmauer. Oha. Wir haben Besuch. Kommt schon, bewegt euch! Los, los! Wenn nicht in die richtige Richtung. Anscheinend. Dieser selbsternannte König, die Liebe und den Respekt seiner Untertanen erheuchelt. In der Tat, Robert. Sigismund von Luxemburg hat ein gutes Händchen dafür, die Menschen auf seine Seite zu ziehen. Aber du wirst womöglich noch überrascht. Ich bezweifle, dass er seine Heiden heute auf uns hetzen wird. Sei gegrüßt, Herr von Thalmberg! Das ist er! Das ist der verdammte Bastard, der den Angriff geführt und meine Eltern ermordet hat. Sei kein Narr, oder willst du so enden wie sie? Ich bin Herr Markwart von Aulitz. Ich komme auf Geheiß Sigismunds von Luxemburg, König von Ungarn und Kroatien, der beauftragt wurde, gegen jene vorzugehen, die Zwietracht im Land säen. Und im Namen seines Bruders König Wenzel IV. Die Ordnung im gesamten Land wiederherstellt. Ordnung wiederherstellen? Indem er die Ländereien des Königs plündert und verbrennt? Sei gegrüßt, Herr Markwart. Dass der Bruder des Königs sich bemüht, in diesem chaotischen Land für Ordnung zu sorgen, ist zweifelsohne löblich. Jedoch sind er und seine Truppen offenbar vom Weg abgekommen. Als Burggraf des Schlosses zu Prag bin ich dem König verpflichtet. Und hier in Thalmberg herrschte bis vor kurzem noch Frieden, bis ihr eintraft. Also was verschafft uns die Ehre eures Besuches? Gestern erst ging seine Majestät gegen einen der Feinde des Reiches vor, Herrn Ratzig Kobilla. Dieser verwendete Silber aus den Skalitzer Minen, um eine Auflehnung gegen die Krone zu finanzieren. Zu unserem Bedauern konnte der Aufständische entkommen. Du weißt nicht zufällig, edler Herr, wo er sich derzeit aufhalten könnte? Soweit ich weiß, ist dieser Herr Ratzig, von dem du sprichst, des Königs Hauptmann in Skalitz. Ich glaube kaum, dass er sich tatsächlich gegen unseren König auflehnen würde. Davon abgesehen kann ich dir versichern, dass Herr Ratzig sich nicht in Thalmberg aufhält. Er wäre ziemlich töricht, wenn er aus seiner Burg, die er nicht verteidigen kann, in eine andere flieht, die es ihm noch schwerer machen würde. Oder kann es sein, dass mein bescheidenes Anwesen eurer Armee irgendwie im Wege steht? Ich soll dem König also mitteilen, dass sich Herr Ratzig Kobilla nicht hier in Thalmberg aufhält und dass er deine volle Loyalität genießt? Ich versichere dir, Herr Ratzig ist nicht hier. Und ich gedenke nicht, mich in Angelegenheiten einzumischen, die mir keinen Vorteil verschaffen. Nun gut, Herr. Wie du willst. Ich werde eure Worte dem König überbringen, in der Hoffnung, dass er sie so aufnehmen möge, wie ihr es euch erhofft. Jene mit einem reinen Gewissen und einem guten Willen brauchen keine Furcht zu haben, auch nicht in solch finsteren Zeiten, wo es kaum einen Grund zur Freude gibt. Lebt wohl, Herr. Lebt wohl. Thank you.
hast meine allergrößte Bewunderung. Gehen wir zurück an die Arbeit. War schon ganz schön schnippig, aber... Tja, aber wir haben noch eine Rechnung offen, nicht wahr? Oder auch zwei Rechnungen. Oder auch drei. Herr Robert. Guten Tag. Will mit Ihnen reden. Weshalb... Was hat Sigismund vor? Wir fragen erst mal. Was ist denn Kuttenberg vorgefallen? Kuttenberg? Nun, ich bin nur ein einfacher Ritter. Aber der Herrgott hat mich mit Ohren betucht. Und so habe ich Dinge von Herrn Divisch und jenen gehört, die vor Sigismunds Raubzug flohen. Waren es viele? Oh ja, aber es waren Söldner aus Kuttenberg, die zu mir kamen, weil ich sie schon von vorher kannte. Verstehe. Das sind alles Ränkespiele des Hochadels. In Prag lehnten sich ein paar Adlige gegen König Wenzel auf. Allesamt reiche Aristokraten, die dem König aus irgendwelchen Gründen übelgesinnt waren. Sigismund hatte zweifelsohne seine Finger im Spiel, zusammen mit seinem und Wenzels Vetter Jobst. Und so konnte er auch den König entführen. Aber weshalb griff Sigismund Kuttenberg an? Was glaubst du denn? Strategischer Punkt. Ja. Weil die Stadt strategisch gut gelegen ist und starke Befestigungsanlagen hat, wodurch man sie als Basis für weitere Angriffe und zur Kontrolle eines ganzen Gebiets nutzen kann. Keineswegs. Okay. König Karl, möge Gott ihm ewigen Ruhm gewähren, machte Prag zu einer fürstlichen Stadt, während König Wenzel Gefallen an Kuttenberg fand. Nach Prag ist es die wichtigste Stadt Böhmens und des Heiligen Römischen Reiches. Wer Kuttenberg Silber beherrscht, ist König. Also war Kuttenberg auf Wenzels Seite, weil er Kuttenberg bevorzugte? Langsam verstehst du es. Als Sigismund Wenzel einsperrte und die Kontrolle über Prag übernahm, begann man in Kuttenberg damit, eine Armee gegen ihn aufzustellen. Mit seinem Angriff auf Kuttenberg schlug Sigismund zwei Fliegen mit einer Klappe. Er besiegte Wenzels mächtigste Verbündete, bevor sie Widerstand leisten konnten, und erlangte gleichzeitig enormen Reichtum. Okay. Was weißt du über die Kumanen? Vielleicht können wir da uns noch irgendwas abgucken. Woher kommen diese Kumanen eigentlich? Ich weiß nicht viel über sie, bloß das, was der Kämmerer sagte. Sie kamen wohl aus dem Osten nach Ungarn und ließen sich dort nieder. Es sind gottlose Barbaren und gnadenlose Krieger. Früher waren sich alle einig, dass die ungarischen Könige sie nicht verpflichten sollten, weil sie ehrlos sind. Aber wenn es um Macht und Geld geht, ist Ehre nur noch einen feuchten Dreck wert. Und glaub mir, es geht immer um Macht und Geld. Wie heutzutage. Okay, weshalb griff Sigismund Skalitz an? Können wir auch noch fragen? Weshalb brannte Sigismund Skalitz nieder und kam dann hierher? So ist der Krieg, Junge. Gewisse Herren wollten die Dinge selbst in die Hand nehmen und jeden beseitigen, der nicht ihrer Meinung ist. Leider ist Herr Ratzig so einer. Und obendrein saß auf einem Berg Silber, der König Wenzels Verbündeten hätte nutzen können. Okay, jetzt kommt's ins Eingemachte. Ich muss nach Skalitz. Herr Robert, ich muss nach Skalitz. Was willst du dort, Junge? Sigismund mag abgezogen sein, aber dort wimmelt es sicher von Raubrittern, Briganten, Deserteuren und anderem Gewürm. Außerdem hat dein Herr dir befohlen zu bleiben. Okay, wir haben genug Zeit. An meiner Stelle würdest du dasselbe tun. Ist auf jeden Fall unser höchste Dings, nicht? Ich muss meine Eltern begraben, hat nur 4. 5 ihm drohen, ich glaube, das hilft nicht. Aber unseren Stand einsetzen könnte funktionieren, nicht wahr? Herr, meine Eltern liegen dort. Ich kann sie nicht den Hunden überlassen. Was würdest du an meiner Stelle tun? Tut mir leid, Junge. Ja. Du wirst warten müssen, bis sich alles beruhigt hat. Vielleicht ändert dein Herr seine Meinung noch. Okay. Lebe wohl. Eventuell wäre es cleverer gewesen, erst mit anderen Leuten zu reden. Was mit dir verkehrt? Beste Grüße. Und dann mit dem stärkeren Skill mit ihm zu reden. Ein weißt Händler? Weißt du, wo ich hier einkaufen kann? Falls es um Essen geht, frag in der Küche.
Wenn du was anderes willst, kann ich dir nicht helfen. Vielleicht weiß einer aus dem Dorf was. Und was hältst du davon, dass sich die Skalitzer so davonschleichen konnten? Was hältst du davon, wie den Skalitzern die Flucht gelungen ist? Das Glück war ihnen wahrlich hold. Siegesmund wird vor Wut kochen. Ein Jammer, dass das Schicksal nicht allen gnädig war. Oh, tut mir leid. Und du kennst Herrn Ratzig Kobilla? Das wäre übertrieben. Ich habe ihn ein paar Mal gesehen. Weshalb fragst du? Er muss ein feiner Herr sein, wenn er sich so um seine Leute kümmert. Bestimmt tun das doch alle Herren. Ah, ich könnte dir da Geschichten erzählen. Über Herrn Divisch? Aber nein, so war das nicht gemeint. Ich habe nur von anderen Sachen gehört. Da rollt einem die Fußnägel auf. Verstehe. Okay, Gespräch beenden. Den Rest wollen wir gar nicht erst wissen von ihm. Okay, wir sind wieder da. Und können uns endlich wieder ein bisschen frei bewegen. Und ja, die Aufgabe ist jetzt zu entkommen, nicht? Wir haben jetzt das Dorf unterhalb der Stadt freigespielt quasi. Und müssen bis Gale zurückkommen. Das ist natürlich schon mal eine Strecke, würde ich sagen. Die wir vorher mit Zwischensequenz und Pferd geschafft haben, nicht? Hier sind wir, glaube ich, lang geritten, genau. Und hier über die Kurve und da haben sie uns erwischt dann. Mit dem Pfeil. Und Skalitz da hinten ist eigentlich ja auch doch recht groß und liegt sogar auf dem Berg. Also eigentlich wesentlich besser. Achso, hier, als das hier. Na, obwohl, das liegt auch auf dem Felsen. Ach, da ist noch Rovna dazwischen. Ich dachte, wir sind hier. Oh, okay, dann müssen wir das ganze Stück zurück. Und Rovna ist uns nicht wohlgesonnen aktuell. Hier in Thalenberg und Skalitz haben wir anscheinend einen mittelprächtigen Ruf. Zumindest ist alles fröhlich. So. Unerforschte Orte haben wir hier ganz viele. Und auch innerhalb der Stadt. Zwei unerforschte Orte. Dann wollen wir doch da mal gucken gehen. Und besser nicht die Leitern runterspringen. Das sind mehrere Meter. Das könnte Aua geben an den Beinen, indem die Beine danach krick-krack weg sind. Händler. Okay, Händler brauchen wir nicht. Hallo Hühnchen. Bock, bock, wir gucken hier erstmal durch, ob irgendwo was Brauchbares zu finden ist in dem Dorf. Das ist auf jeden Fall was zu essen. Sattheit 65. Wir müssen noch nicht essen, würde ich sagen. Ein Kampfplatz? Hab gehört, diese fremden Heiden machen das so. Und Schlimmeres. Die tun nichts dergleichen. Können wir mal mit den Dorfbewohnern. Wie kann ich helfen? Händler wegen der Armee. Was hältst du davon, dass Siegesmund abgezogen ist? Das war vielleicht ein Glück. Ich weiß, alle reden davon, wie schlau Herr Divisch ist und so, aber das war eine heikle Sache. Dieser Siegesmund ist unberechenbar. Er entführt den König, überfällt Städte, schafft fremdländische Söldner ins Land. Gott weiß, was er als nächstes vorhat. Ja, ich glaube, die sagen aber alle das Gleiche, nicht? Wenn ich mit denen hier rede, Dorfbewohner ist Dorfbewohner. Gott sei mit dir. Benötigst du etwas? Ja, nicht? Alles Gute. So, hier könnten wir essen. Er hockt da sehr komisch. Ah, lieber nicht aufs Dach, sonst brechen wir uns wirklich... Oh, wirklich die Haxen. Noch ein Dorfbewohner, noch ein Dorfbewohner, Dorfbewohner, Dorfbewohnerin. Siehst du es nicht? Die Pest, eisige Winter, magere Ernten und jetzt Armeen, die über uns herfallen. Ich sag's dir, der Tag des jüngsten Gerichts naht. Und wir haben zwei Päpste. Ein böses Omen ist das. Oh ja. Heimgesucht werden wir, wie Sodom und Gomorra. Aber auf jeden Fall. Du irrst dich. Was wirst du jetzt? Denn das, meine Liebe, du weißt ja, was mein Gatte für einer ist. Nichts ist ihm gut genug. Ständig rümpft er die Nase über alles, was ich auftische. Man könnte meinen, er hätte blaues Blut. Was ist jetzt wieder? Er brachte einen Hasen mit und meinte, ich soll was Besonderes kochen. Oh, er ist wählerisch, was? Das ist gelinde gesagt. Sahnesoße geht nicht, weil er davon Bauchweh bekommt.
Knoblauch kann er nicht riechen, Senf kann er nicht leiden und Schinken ist ihm zu gewöhnlich. Aha. Verstehe, das ist ärgerlich. Fällt dir ein, was ich damit machen könnte? Die Würze ist das A und O. Brate es einfach mit Schmalz an. Nur gibst du diesmal ein bisschen Rosmarin und Wacholder dazu. Rosmarin? Hab ich von einem Händler. Er hatte das in Prag und meinte, es wäre ein Hochgenuss gewesen. Na gut, dann versuche ich das. Und wenn es ihm nicht schmeckt, sperre ich ihn zu den Hühnern, dass er nächstes Mal einen anständigen Hunger hat. Das wird ihn lehren. Vielleicht hättest du das längst tun sollen. Da ist was dran. Und vorbei das Skript. Ja, nicht, ist halt noch... Oh, hier darf ich nicht rein. Noch klassisch, nicht? Man geht hin, irgendwo wird ein Skript ausgelöst. Die Leute stehen rum. Oh. Ja, ist was Besonderes. Da warten wir aber nochmal kurz, bevor wir ihn anreden. Okay, hier... Könnte man raus? Du warst nur jemand, der sich da angelehnt hat. Okay, das ist das ganze Dorf. Hier ist noch irgendein Speicher. Hier ist aber nichts drin, nicht? Und hier ist wieder nur irgendein Kornzeug. Dorfbewohnerin, Dorfbewohner. Hier ist ein Kampfplatz. Vielleicht können wir da mit ihm trainieren. Das wäre ja nicht schlecht, wenn wir hier nochmal ein paar Übungsstunden kriegen könnten. Nee, schade. Dich hatten wir. Hast du von dem Baumstumpf hinter meinem Haus erzählt? Aber wo ist denn die Händlerin denn? Da drin. Das ist im großen Haus links von uns. Also irgendwo hier drin. Und guten Abend, Lightro. Auch jetzt im Chat dabei. Hallihallo. Ja gut, mit Radim werden wir nicht reden und hier durften wir nicht rein. Das hat ja schon schwer, so eine Schwelle lang zu laufen, nicht wahr? Ich will da eigentlich durch. Hallo? Hallo? Bitte gehen Sie durch. Hallo, bitte Platz machen. Sakra. Ey, lass mich durch, ich muss rausgehen. Okay, aber wie komme ich denn zur Händlerin, wenn ich da nicht durchgehen darf? Das wundert mich nicht. Sehr merkwürdig. Kommt man von hinten irgendwie ran? Ich geh mal rum. Vielleicht ist ja hier die Händlerin. Was war das Ding? Ah, hier ist die Tor. Hier ist nur ein Wächter. Hier ist nur ein Gang. Und hier kommt man nicht weiter. Also ich habe schon eine Lösung B, wie ich hier durchkomme. Oh. Das war nicht gut. Das war sehr hoch, die Kante. Das hätte auch schlechter ausgehen können. Und zwar ist Plan B, hier runter zu jumpen und wegzurennen. Aber vielleicht gibt es ja noch andere Optionen. Aber warum wir nicht zur Händlerin kommen, ist ganz komisch. Oder hat sie gerade nicht auf? Ist rechts rum rein, aber ich komme ja nicht mehr rein. Ne? Das ist auch nur ein Schlafplatz. Warum muss er der Händler sein? Dann reden wir mit ihm. Gelobt sei Jesus Christus. Na, wenn der gelobt sei, handeln! Können wir handeln? Wenn du Geld hast? Wenn du Geld hast. Okay, er hat eine Schatzkarte dabei. Die Karte führt dich zu einem Schatz. Er hat Dietrich hier. Oh, und wir haben Geld. Die Dietrich hier kosten 14. Eieiei, das ist schon heftig. Boah. Boah, das ist echt teuer. Können wir ihm was verkaufen?
Brötchen, ne? Die könnten wir auch essen. Die bringen ja auch nicht viel Geld, nicht? Der Brei würde ein bisschen was bringen. Die Brezel, die gebratenen Enten könnten wir verkaufen. Da hätten wir 9 schon mal. Dann packen wir die mal rein. Weil ich meine, wir haben das Geld zwar nicht, wir haben 28, könnten wir 2 halt holen. Aber so ganz ohne Geld. Den Käse. 1,6 will er nur für diesen Käse. Den, draußen kriegen wir 2,8 dafür. Lass mich doch nicht verarschen. Wir haben Äpfel nochmal. Die Axt. Für die will uns auch nichts zahlen. Auch für Wein nicht. Nee. Gut. Linsenbrei auch nicht. Dann gehen wir in den Warenkorb. Oder wartet mal. Machen wir hier direkt einen Dietrich. Ich weiß, ich bin so schlecht mit den Dietrichen, dass ich wahrscheinlich mehr als einen brauche. Wir zahlen 5. Okay, dann gucken wir mal, ob wir den noch runterhandeln können. Drei. Weil du es bist. Nun, etwas mehr und der Handel steht. Was ist etwas mehr? 4,5. 4. Ja, das sollte passen. 1,5 runtergehandelt, das ist gut. Immerhin, Ruf hat sich verbessert. Und hier, wir können auch nochmal Kräuter sammeln, aber ich weiß nicht, ob er Kräuter kauft. Ah, hier gibt es keine Kräuter in dem Dorf, nicht? Aber das ist gemein. Das wäre nämlich für Überredungskunst wirklich hilfreich, wenn wir die hätten. Aber es gibt hier nicht mehr Brennnesseln. Na gut. Dann würde ich sagen, wie wir ausbrechen, weil ich glaube, da gibt es auch wieder Zwischensequenzen, werde ich in die nächste Folge schieben. Und viel mehr können wir hier gar nicht machen, nicht? Wir haben den Händler. Am Kampfplatz konnte ich jetzt nichts machen. Wir können noch mal alle Leute ablaufen. Das hier sind aber nur Dorfbewohner, nicht wahr? Die reden immer ihr Zeug. Namen stimmt nicht mit dir. Hast du diese fürchterliche? Er ist nur Dorfbewohner, die Wächter sind nur Wachen. Dann sind wir mit Wenzel besser dran. Dorfbewohner, 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 Dorfbewohner. Das ist der Händler, mit dem haben wir schon gehandelt. Wir können hier nochmal gucken gehen, ob es hier irgendwas Neues gibt. Wächter. Da ist der Wehrgang. Wächter, Wächter. Was ist hier? Stallmeister, der redet nicht mit uns. Dorfbewohnerin, Dorfbewohnerin. Dorfbewohner, Gott sei mit dir. Erzählen uns wahrscheinlich auch immer das Gleiche. Gott behüt dich. Das haben wir auch schon. Wir können hier nochmal gucken. Die Köchin. Guten Morgen. Guten Morgen. Wo kann ich hier etwas bei kaufen? Bei wem bekomme ich etwas zu essen? Was bei glaubst mir. Denn du, junges Gemüse? Na, bei mir. Und wenn du was Spezielles willst, kann ich dir da auch helfen. Okay, dann ich würde gerne etwas gucken kaufen. Wir bei ihr nochmal ins Sicher, Junge. Inventar. Gott behüt dich. Brot, Waffen, Rüstung. Ja gut, ihr eigenes Essen verkaufen wäre blöd. Süße Pfannkuchen. Ah. Brauche ich jetzt nicht. Das andere hier wäre alles zu klauen, nicht? In den Topf geben, der Topf ist noch leer. Was haben wir da hinten? Feuer anfachen. Ich glaube, das hilft uns nicht. Hier können wir nur stehlen weiter. Hier wäre Schloss knacken, hier wäre stehlen. Das ist alles nicht unseres. Das ist auch Schloss knacken. Ich meine, wir haben jetzt einen Dietrich. Hier dürfen wir nicht rein. Da könnten wir auch nur stehlen. Ja, das macht alles keinen Sinn. Und ich glaube, die Personen oben sind auch nicht für uns da. Die hier, mit denen kann man auch nicht reden. Vielleicht noch mit Erdivisch. Schloss knacken schwer. Gut. Dorfbewohnerin. Was zur Hölle war das? Oh. Können wir die Tür öffnen? Das ist der Kämmerer. Ich hoffe, er macht die Tür nicht zu. Nein! Scheiße!
Er hat uns ausgesperrt. Gut, ich würde sagen, in der nächsten Folge erkunden wir, wie wir hier rauskommen. Wir haben hier noch ein paar Truhen hier drin. Ich würde sagen, die knacken wir. Bis gleich.